Und wir machen jetzt einen Sprung nach Klagenfurt ans Landesgericht, wo heute einer der bisher größten Betrugsprozesse verhandelt wurde. Es geht um Kryptowährungen und das Versprechen hoher Renditen. Statt Gewinne gab es für die Anleger und Anlegerinnen aber Totalverluste. Laut Anklage gibt es 40.000 Opfer und einen Gesamtschaden von 14 Millionen Euro. Vor Gericht stehen 8 Angeklagte. Viele von ihnen sind jünger als 30 Jahre. Und das ist nur eine vieler Parallelen zu einem derzeit aktuell aufsehenerregenden Prozess in New York. Warum der Betrug mit Kryptowährungen die Behörden vor viele Hindernisse stellt, dieser Frage ist Ilma Sküllum für uns nachgegangen. Das haben sich diese Herren wohl anders vorgestellt. Am vergangenen Mittwoch beginnt ihr Prozess am Landesgericht Klagenfurt. Viele der Angeklagten sind noch unter 30 Jahre alt. Sie sollen einen umfangreichen Betrug mit Kryptowährungen durchgezogen und tausende Menschen um Millionen betrogen haben. Dabei hat alles so glamourös angefangen. Die jungen Unternehmer versprechen in Werbevideos nichts weniger als eine Revolution am Kryptomarkt. Erfolgreich, dynamisch und vor allem reich. So präsentieren sie sich selbst und die Unternehmen EXW. Wer will mit uns ein Hero werden? Wer will mit uns eine Legende werden? Das Versprechen bis zu 221% Rendite pro Jahr. Zu gut, um wahr zu sein. Wir treffen eine der Anlegerinnen. Sie möchte anonym bleiben. Die Pensionistin wird über einen Freund auf EXW aufmerksam. Ich bin in Pension und wollte mir eigentlich irgendwas dazu verdienen. Ich habe dann die einfach geschaut, was gibt es denn so. Und für mich war das eigentlich relativ schlüssig. Und ja, also es hat für mich gepasst und ich habe mir gedacht, ich stecke da ein. Wie viel war es dann, mit dem Sie eingestiegen sind? Ich bin mit 1.000 Euro eingestiegen. In der Anfangsphase werden die versprochenen Gewinne auch tatsächlich noch ausbezahlt. Das ist bei Anlagebetrug nicht unüblich. Tatsächlich vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein neuer Kryptobetrug in den Medien landet. Außer den extrem hohen Renditeversprechen haben viele gemein, dass Kunden für das Anwerben neuer Kunden Provisionen bekommen. Sogenannte Pyramidenspiele. Nico Jilch ist Finanzjournalist und spezialisiert auf Bitcoin. Während eines laufenden Betruges zu recherchieren, sei auch für Journalisten schwierig. Das Problem ist, dass natürlich niemand, der da beteiligt ist, auch diejenigen, die investiert sind, die späteren Opfer, während das dem so ein Scam noch läuft, wahrhaben wollen, dass da nicht mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, man hat eigentlich alle gegen einen. Also wenn man da versucht, als Journalist zu recherchieren, alle Mauern. Ja? Die Betreiber mauern, deren Profiteure, deren in dem Pyramidensystem, die Profiteure darunter mauern und natürlich auch die kleinen Fische, die hoffen, dass es doch noch was wird für sie. Stefan Embacher ist Experte für Kryptoverbrechen. Hier hält er auf der FH Campus einen Vortrag, unter anderem vor Beamten des Innen- und des Verteidigungsministeriums. Entscheidend sei, ob Transaktionen und damit die Spuren des Geldes nachvollziehbar sind. Ich tätige eine Transaktion hierher, zum Markus seinem Bankkonto, dann zum Herbert seinem Bankkonto und dann zum Thomas seinem Bankkonto. Also das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Dann haben wir noch komplexere Beispiele. Also so schaut es aus, wenn jemand ein Strizi ist. Woran liegt das eigentlich, dass gerade im Bereich Krypto man so viele Betrugsfälle in den letzten Jahren mitbekommen hat? Ich denke einfach, es ist die Möglichkeit der länderübergreifenden schnellen Überweisung. Also ich kann von Österreich nach Afrika Bitcoins in Sekunden transferieren zu Personen. Andererseits ist es auch das mangelnde Wissen, glaube ich, nämlich dass sehr viele reich geworden sind mit Bitcoin. Natürlich sind sehr viele reich geworden, aber mehr als sehr viele sind arm geworden damit. Kryptowährungen sind noch deutlich weniger reguliert als klassische Anlageprodukte. Die Finanzmarktaufsicht veröffentlicht regelmäßig Investorenwarnungen und schickt Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft. Auch bei EXW war das so. Also wir haben heuer schon 800 oder mehr als 800 Meldungen von Anlagebetrug erhalten. Das heißt, das ist auch eine ziemliche Dynamik, eine Steigerung. Und der Großteil ist nach wie vor, der Boom hat vor so circa 3 Jahren begonnen, wurde in der Covid-Zeit noch einmal verstärkt, der spielt sich wirklich in dem Kryptobereich ab. Oft sind Betrüger auf mehreren Plattformen aktiv. Und auch die Angeklagten im EXW-Prozess sind keine unbeschriebenen Blätter. Die zwei Hauptbeschuldigten, H und A, haben bereits 2018 die Firma Avintex mitgegründet.
Auch damals ging es um Kryptoinvestments und auch damals haben Kunden Geld verloren. Kurz darauf haben sie mit anderen die Firmen rund um EXW geführt. Und auch danach ging es weiter. Einige Beteiligte haben bald darauf My First Plant mitgegründet. Auch hier ermitteln die Behörden wegen Betrugsverdachts und haben vor einigen Monaten A in Untersuchungshaft genommen. Die Namen von H und V tauchen in der Zwischenzeit bei weiteren Kryptoprojekten auf. PrivaFund und Chainex World. Wieder verlieren viele Menschen Geld. H landet schließlich in Untersuchungshaft. V ist derzeit flüchtig. Sind die Täter da den Ermittlungsbehörden einen Schritt voraus, was die technischen Möglichkeiten angeht? Ich sage mal so, ein Täter ist immer einen Schritt voraus, weil der kennt seine Handlung zu 100% und die, was ermitteln, müssen im Prinzip die Informationen verwerten und eine Interpretation treffen und da eben die richtigen Ermittlungsschritte setzen. Im Fall von EXW war die Homepage noch lange online, auch nachdem es die Warnungen der FMA bereits gegeben hat. Die Behörden stoßen im Digitalen an ihre Grenzen. Ist eine Seite weg vom Netz, so ist wahrscheinlich mittlerweile in wenigen Minuten, nicht einmal Stunden, mit einer anderen URL eine neue Seite ähnlichen Inhalts wieder eröffnet. Also das ist natürlich in der digitalisierten Welt nahezu unmöglich, hier wirklich das komplett aus dem Internet zu verbannen. Muss aber unbefriedigend sein als Aufsichtsbehörde, oder? Das ist es. Daher versuchen wir über Aufklärungsarbeit. Nicht nur die Investorenwarnungen, nicht nur diese Anzeigen an die Staatsanwaltschaften, sondern wir versuchen über Aufklärungsarbeit hier die Bevölkerung zu sensibilisieren. Nicht nur die FMA hat vor EXW gewarnt. Auch im ORF gab es im Juni 2020 einen kritischen Bericht. Sie sind Anfang 20 und inszenieren sich auf Social Media als ultra erfolgreiche Finanzmanager. Oder was man sich halt darunter vorstellt. Das hat bei EXW für viel Unruhe gesorgt. Prompt gab es Beschwichtigungen, wie uns unsere Interviewpartnerin zeigt. Und in diesem Bericht vom ORF sind keine Fakten. Warum passiert so etwas? Wer abonniert bei einem Fernsehsender Werbung? Ist es EXW oder sind es vielleicht die Banken, die höchstwahrscheinlich, könnt ihr herausfinden, auch die Aktienmehrheit besitzen von Fernsehsendern? Ja, also das ist ja wirklich unverschämt gelogen. Ich bin so damit umgegangen, dass ich auch Menschen darauf angesprochen habe und die haben nicht wirklich sehr erfreut darauf reagiert. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, das kann man sich so vorstellen, dass Menschen, die eine Meinung haben oder etwas kritisch hinterfragen, einfach aus Chatgruppen hinausfliegen und ja. Im Fall von EXW sind 14 Millionen Euro laut Staatsanwaltschaft weg. Unsere Interviewpartnerin hatte Glück. Sie hat noch so viel Geld herausbekommen, wie sie investiert hat. Haben Sie noch Hoffnung, dass betroffene Opfer jemals ihr Geld wiedersehen werden? Nein, absolut nicht. Wie sind Sie sich da so sicher? Weil ich zum heutigen Zeitpunkt der Meinung bin, dass das Geld in irgendwelche Kanäle verschwunden ist, gut angelegt für gewisse Personen. Ich glaube nicht, dass da irgendetwas noch zurückkommt. Vor der Richterin sagt der Hauptangeklagte, er sei nicht schuldig, aber verantwortlich. Ein Interview wollten weder er noch sein Anwalt geben. Mit einem Urteil ist frühestens im Februar zu rechnen.